Hallo zusammen. So, jetzt wird's Zeit, Tacheles zu reden. Denn es reicht jetzt wirklich. Ich bin stinksauer. Wer gibt euch eigentlich das Recht, über mich zu urteilen? Ich habe jetzt endlich auch einen Kanal und kann mir Gehör verschaffen. Ich bin ein realer Mensch und ich lebe in der realen Welt. Und ich bin seit über 27 Jahren Nageldesignerin. Ich habe Würde und Gefühle. Und ich möchte, wie ihr mit Respekt und mit Ehrlichkeit behandelt werdet. Was ist da so schwer zu begreifen? Die Hetzparade in YouTube und in Facebook im Sommer, die war unterste Schublade. Und ich hätte von Freunden, wie ich es empfunden habe, nie erwartet und nie gedacht. Im realen Leben hättet sie sich wirklich auch mal blicken lassen können, sie hättet Eier zeigen können. Und immer persönliche Telefonat, vielleicht auch mal ein Missverständnis klären. Cybermobbing ist übrigens kein Kavaliersdelikt. Es geht um diese Schätzchen hier. Bin stinksauer und ich bin auch entsetzt darüber, wie sie ihre Fans anlügt. Ich bin ausgebotet worden, da ich auch noch andere YouTuber toll finde. Und nicht nur V-Punkt. Und A-Punkt. Kann man denn nicht in der heutigen Zeit verschiedene Leute toll finden? Wird man da dafür einfach hinausgeschmissen, in der Rücke gehabt und fertig war's? Entschuldigung für meinen Dialekt, aber ab und zu rutscht es halt raus. Fakt ist, der Prototyp mit dem orangenen Stiel, den V-Punkt, ich nenne extra keine Namen, weil ich weiß, was Anstand ist. Den V-Punkt in ihre Videos. Und in ihre Kommentare immer als ihren Prototypen vorgestellt hat. Ist mein Prototyp. Ich habe den Markenname, der hier drauf steht, Glitzer im Herzen Vamp. Das Vamp steht für Veggie, für vegan. A für Animal Free, also tierversuchsfrei. Manufactured für handgearbeitet und P für Products. Ich habe den registrieren lassen in Wort- und in Bildmarke. Entschuldigung, bin ein bisschen aufgeregt, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ist wieder ein Echtzeitvideo mit Verplapper und mit überhaupt, mit allem. Also wie gesagt, die hat immer wieder den Pinsel in der Kamera gezeigt. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Man hat am Anfang immer so ein Stückel gesehen. Irgendwann war sie mutig und hat dann noch viel mehr gesehen. Wurde dann darauf angesprochen von Zuschauern. Ja, Verena, was ist denn das für ein toller Pinsel? Ja, wo gibt's denn den? Ja, das ist mein Prototyp. Also A-Punkt und V-Punkt Prototyp und unserer kommt halt in einem schickeren Design raus. Dass sie meine Idee als ihre ausgebe, zeugt von Hochstaplerei und Respektlosigkeit. Die Idee des veganen Fullcover und Modellagegelpinsels, die kommt von mir. Ich habe bereits im Sommer 2016, und das lässt sich nachweisen, weil ich das nämlich schriftlich gemacht habe alles, Kontakt zu PETA, dieser Tierschutzorganisation in Deutschland, und der Veggie Society in England aufgenommen. Ich habe Gutachter bezahlt und losgeschickt, also Gutachter bezahlt und losgeschickt, damit die bezüglich vom Pinselhaar, dem Kleber, der Lacke, vom Holz auf meine Kosten die Gutachte durchführe, damit ich 100% sicher bin, dass es absolut keine tierischen Bestandteile und keine Tierversuche an den Pinseln gemacht wurden. Und jetzt hört man dann so Sachen wie, ja, also mir war es total wichtig, dass da keine Tiere drunter leiden müssen am Pinselhaar. Ihr hattet ja vorher überhaupt keine Ahnung. Ich war leider ein bisschen zu naiv, um zu denken, dass A-Punkt und V-Punkt mir nicht in den Rücken fallen würdet. Ich habe die beiden kennengelernt, wie jeder eigentlich YouTuber kennenlernt, indem er immer mal wieder schöne Videos angucken kann. Die beiden fand ich sehr nett, sehr charmant.
Man hat sich geschrieben, dann hat man irgendwann Telefonnummern austauscht, dann hat man eine WhatsApp-Gruppe gegründet. War echt toll. Alles schien wie drei Freunde, die sich ja eigentlich so nach und nach kennenlernen, die sich zusammen ergänzen. Man hat über viel Privates und auch über andere Firmenpraktiker gesprochen. Man hat Screenshots ausgetauscht. Und ihr habt zum Glück, das mache ich immer, alle Chatverläufe und alle Screenshots gesichert. Ich sage nur Daniel. Ist nicht so einfach, so ein Video zu machen, muss ich euch schon sagen. Damit ihr ein bisschen mehr wisst, wie so die Abläufe waren, so ganz kurz, so irgendwann Mitte April, habe ich denen jetzt zwei davon erzählt, dass ich einen eigenen Gelpinsel auf den Markt bringen möchte. Und beide waren begeistert. Und beide haben gesagt, wow, cool, lass uns doch den testen und wir machen später ein tolles Video und verkaufen den und juhu und klasse und auch oh, vegan. Oh, super, ja, sowas gab es ja noch nicht. Natürlich noch nicht. Ja, Mitte Mai habe ich dann meinen Pinselentwurf besprochen mit den zwei. Ich habe mir den Pinselentwurf mit der Wetchen Society ausgedacht, habe die zwei davon in Kenntnis gesetzt, dass ich gerne einen zedernfarbenen Stiel möchte. Dann kam irgendwann der Spruch auf, lass es uns doch Zederholzstiel nennen, wo ich gesagt habe, nein, machen wir nicht, weil Zederholz ist es nicht. Ich weiß, wer 100% ganz genau weiß, wen ich jetzt gerade angesprochen habe von euch zweien. Ja, dann ein paar Tage später habe ich zwei Prototypen schicken lassen. Natürlich noch ohne Bestempelung, weil natürlich der Laseraufdruck, den gibt es erst, wenn man die Pinsel wirklich bestellt, weil das eine deutsche Manufaktur ist und es wird in Handarbeit gefertigt. Ja. Wisst ihr schon mal das? Ja, dann habe ich die bei V. und A. hingeschickt. Das war Anfang Juni. Und knapp 2, 3 Tage später habe ich dann den Text nochmal überarbeitet für das Vorführungsvideo und Verena hat sich, ihr wisst den Vornamen jetzt, ist egal. Ihr habt ja meinen auch die ganze Zeit genannt, hat ja jeder gewusst. Hat sich dann bereit erklärt, weil ja sie mit Deutsch überhaupt gar keine Probleme hat, mit Satzzeichen, wo, wann, wie, wer und überhaupt. Heute mache ich da mal den Text fertig. Komm, den müssen wir ein bisschen umschreiben. Das machen wir mal. Das war ja auch alles ganz sinnvoll. Muss man schön was trinken, entschuldigt, aber es ist Wasser. Ist nichts Alkoholisches, trinke ich nicht. Ist halt in der Echtzeit-Video so. Ja, also auf jeden Fall fand ich das schon ziemlich extrem. Das wurde immer komischer mit den beiden. Dann ging es denen nicht schnell genug, dass die Pinsel nicht schnell genug gekommen sind und haben schon gesagt, sag mal, was ist denn jetzt da mit der komischen Firma? Warum schicken die das nicht? Warum hörst du denn nichts? Kannst du ja nicht anrufen und Nore machen? Also Nore machen ist sowas wie schneller machen. Da habe ich gesagt, das ist eine Pinselmanufaktur, das wird von Hand gemacht. Das sind Pinselmachermeister. Das ist keine China-Ware. Natürlich dauert es 5 bis 6, manchmal auch 8 Wochen. Ihr merkt es doch jetzt selber, wie das hohoho gar nicht so einfach ist, mal schnell, schnell, schnell ein paar hundert Pinsel nachmachen zu lassen. Bäh. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, was der Ausschlag wirklich war, denn zwischendrin, zwischen den ganzen, ja, jetzt müssen wir dies, dann müssen wir jenes, dann haben sie sich ja gefreut, dass sie endlich mehr Päckle zugeschickt kriegt für Vorstellungen von Produkten, von Firma, was ja super ist, das ist doch in Ordnung. Und irgendwie kam ein privater Streit auf, wo ich nicht involviert war, den auch die ganze andere Zuschauer überhaupt nicht mitgekriegt habet. Ja, weil man darüber natürlich nicht gesprochen hat. Irgendjemand hat irgendeine
dumm angemacht. Ich musste natürlich als guter Geist, habe ich gedacht, komm, ich kann schlichten. Und habe der die Meinung gegeigt. Die Dame dann, T-Punkt, ist dann zu V-Punkt gerannt und gar nicht warnt überhaupt. Und anstelle, dass man normal miteinander spricht, hat mir A-Punkt eine Art, ich nenne es jetzt mal Erpressung, schriftlich bei WhatsApp geschickt. Wenn ich bis da und dahin nicht das und das mache, dann ist diese Freundschaft ab sofort beendet. Da dachte ich nur, was ist das für eine Kinderkacke? Und genau das habe ich geschrieben, weil ich habe nicht 100 Mal am Tag die Zeit, ständig ans Handy zu sitzen und zu sagen, ach, Entschuldigung, ich habe dies oder ich habe das oder ich habe jenes. Ja, dann wurde ich in den Rücken getreten. Und dann dachte ich, okay, die beruhigt sich wieder. Nö, die hat mich aus der Gruppe rausgeschmissen, die hat mich bei Facebook blockiert. V-Punkt hat es genauso gemacht, T-Punkt hat auch Lügen erzählt. Ich habe dann irgendwann gedacht, so, okay, ich schreibe jetzt eine Entschuldigung bei mir aufs Profil, was betreffend T-Punkt ist, weil vielleicht war ich da wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Es kann passieren, wir sind normale Menschen mit normalen Gefühlen, normale Reaktionen. Ihr merkt das jetzt gerade an meiner Stimme. Ich habe mich entschuldigt, basta. Dann hieß es plötzlich, ha, guck mal, die hat doch Dreck am Stecken und dies und jenes. Und dann kamen ja diese Hetzkaraden, diese seltsamen Paraden.